Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde World of Warships hier auf Steel Games Studio. Mein Name ist Master Schröder und wie versprochen, heute bin ich nicht allein. Der Thompson ist wieder mit dabei. Wo ist er denn? Hallo Thompson. Servus. Da ist er. Auch in einer Emilie Bertrand. Und wir haben Pech gehabt. Zumindest ein bisschen. Ja, mal gucken, was wir so machen. Wir werden jetzt erstmal hier links bleiben, oder wie? Auf der Karte war ich auch gestern. Allein in der Scharnhorst. Und mit Lifts. Nicht so. Dann heute hoffentlich besser. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Komm, macht niemand hier vor uns. Fahren, fahren, fahren Sie. Genau. Kennst du das? Weißt du, aus welchem Film das ist? Das ist aus NVA. Der Film NVA und dort wurde, oder da fahren sie dann quasi an so einer Wand dran vorbei, die komplett grau ist und da sagen sie dann erst, ey, da kann ja einer zeichnen, ja, malen sie da mal was Schönes dran, so dies und das, ne? Und dann fängt er da an, was dran zu malen und malt dann natürlich Frauen dran und irgendwas, ne? Also was Schönes halt. Und dann fahren sie ein zweites Mal vorbei und sehen dann halt eben, dass der da so ein Zeug bloß dran gemalt hat. Und machen ihn dann rund quasi dafür, dass er da so einen Scheiß hinmalt. So, da müssen fahren hin, fahren, fahren, fahren. Und dann sagt er seinem Fahrer, fahren Sie. Ah. Na egal. So, warum ist denn die Mahan hier jetzt nicht gewillt, dicht zu machen hier? Hat vielleicht keine Taschenlampe mit. Das kann möglich sein, ja. Meine Torpedos sind geladen. Soll ich die mal rauslegen? Also, natürlich nicht. Ein Kilometer. Ich mach mal. Ja, ich kann ja nicht rauslegen, weil dann würde ich die Mahan hier explodieren lassen. Wird ja schön neben mir. Ich bin entdeckt. Oh je. Der Fidschi ist schon Fuji. Der Fidschi ist Fuji? Und nicht gut. Der Typ. Bin immer noch entdeckt. Da machen. Oh, Wieder oh. Zerstörer spielen muss, oder? Da fliegen AP-Shells in meine Richtung. Aber wieso bist du aufgeklärt und ich nicht? Keine Ahnung, vielleicht hast du eine andere Lackierung dran. Ich habe die Scary-Lackierung hier dran. Oh, Torpedo. Oh, Torpedos! Guck mal, da haben wir eine König. Ja, detected. Oh, da ist einer Indianapolis. Oh. Aber gar nicht schön, was hier alles ist. Müssen wir wenigstens, wer uns entdeckt hat. Aua. Ich würde mal Beine in die Hand und weg, würde ich sagen. Vielleicht noch ein paar Torpedos rauslegen, wenn du kannst. So, und ich steck ein bisschen in Indianapolis in Brand. Ja, das ist auch eine gute Idee. Hi, fahrt da ordentlich ran. Mach ich Was ist denn 3000 in mit einer der Salbe. Was ist denn in der Napolis für eine 6er? Nee. Prima. Hä? Muss so ein. Oh, muss so ein Premium-Schiff sein denn? Achso, Torpedos vom eigenen. Der mich geschreckt wird. Ja, die Mahan, die will mit ihrem seinem Kleinen, der will nicht so eine. Oh, jetzt könnte. Das könnte wehtun. Uiuiuiui. Da hast du aber Glück gehabt. Ruder ist gerade hin. Das ist nicht gut. Wo ist es hin, das Ruder, mein Bruder, vom Luder? Von hinten schießt noch wieder einer auf dich mit HE-Shells. In der Napolis. Aber die ist ziemlich weich. Also Bei aber die König kommen wir nicht Mahan, durch. ich glaube die Mahan denkt da ich ja auch, sie ist irgendwie ein Kreuzer. Irgendwie nicht ganz verstanden, wie er seine Mahan fahren soll. Ich keine Ahnung. Oh, die Bayern könnten Okay. da Torpedobesuch kriegen. Hat 4 Penetrations an der Indianapolis. Die ist jetzt Sehr gut. kurz vor Ableben. Sehr gut. Hoffe ich mal. Schätze ich mal. Mal gucken, ob ich da bei der Bayern Feuer drauf machen kann.
Ja, wenn ich sie nicht treffe, mache ich kein Feuer, ne? Ach, ich habe gerade 1000 Schaden hier mit der Baton. Also irgendwie ist das nicht so der richtige Brawler hier. Also meine Hits gegen die Indianapolis, die haben ordentlich gesessen. Ich habe schon 14.000. Naja, das ist wieder der Unterschied zwischen dem, du kannst es und ich nicht. Also die Indianapolis ist aber jetzt nicht kurz vom Ableben nur, ne? Das ja. Dann haben die Penetrations weniger Schaden gemacht, als ich mir gedacht habe. Ja. Und normalerweise sind da 2000 drin. Wenn 4 Penetrations, kannst du da ausrechnen. Für Schaden. Ja. Und das waren wieder so Zero Damage Penetration. Oh, ich habe hier einen Zerstörer in 4 Kilometer Entfernung. Ist auch nicht gut. Irgendwer hat einen Vorteil gekriegt. Ich denke mal, es wird der Gegner sein, ne? Oh, jetzt habe ich auf den Zerstörer sogar Feuer gemacht. Bin begeistert. Wie hat das wieder hingekriegt? Dann mache ich mit AP weniger Schaden. Mit AP Penetration. Oh. Aua. Manchmal ist Ei. Irgendwie kommt die eine Insel vor mir. Ah ne, am Rand ist die. Abgebremst. Oh, Kivov! Oh, König und Bayern sind unter Meinung, sie müssen nämlich beschießen wollen. Hat die Indianapolis Torpedos? Weißt du da was drüber? Auf jeden Fall kannst du Feuer machen. Oh, jetzt habe ich aber richtig eingefressen von dem Royal. Meine Torpedos haben ordentlich eingeschlagen in der König. Gut. Ich krieg schon noch von hinten irgendwie, von der Kirov. Ich bin unter Wasser gleich. Sorry. Ja, kannst du nichts für. Kann ich löschen gerade. Und wird schwer beschossen. Ah, jetzt ist mein Feuer wenigstens aus. Nein, 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 nein. Ah, Mist. Trifft noch einer von der König. Aber wir haben auch wieder Spitzen-Coop abgekriegt, muss man sagen. Puh. Weil. Puh, die beiden Siemer sind schon tot. Ich meine, viel Schaden habe ich auch nicht gemacht. Ich kann mich jetzt hier nicht beklagen, sonst irgendwas. Ich habe noch die Hoffnung, dass meine Torpedos einigermaßen fahren und die Kirov da treffen, wenn die geradeaus weitergefahren ist. Waren die ganz gut gelegt? Über 8 Kilometer weg, es könnte sein, vielleicht treffe ich die noch. Nö, nicht, jetzt sind sie weg, meine Torpedos. Alles klar. Die Mates sind zu schnell weggestorben. Weil Schaden habe ich gut gesetzt, eigentlich. Ja, ich nicht. Ich habe einen Kill abgestaubt und habe dafür richtig fett gefressen nochmal. Das war ein bisschen blöd. Da habe ich quasi eine Salbe genommen und dann war es gleich auch im halben Leben vorbei. Ich treffe mit dem Schiff noch nicht. Ich weiß noch nicht, wo ich anhalten soll. Das ist so mein Problem. Also das ist wirklich. Da brauche ich zu lange zu, um das rauszufinden. Halt nicht gut vor. Meine gehen meistens immer hinter dem Gegner runter. Aber na gut. Das ist dann mal so. Gehen wir mal in Richtung Gegner hier. Voll auf dich. Sehen wir nicht mehr. Uns mal hier die König an, wie die so aussieht. Repariert sich hoch, ne?
unsägliche. Zack, verschwunden. Immaterialisiert. Kommen Sie zurück. Get back. Ah. Kann man ja alles mal machen, ne? Also noch, das ist B. Naja, aber 21 Kilometer noch weg. Du kannst doch sicher sein, dass unsere 7er Schlachtschiffe nicht mehr leben. Ja. Für unsere Mahan. Sniper Mahan. Lebt die noch? Ja. Das der war von vorher, aber ich glaube schon. Das hatten wir keine. Ne, wir hatten noch eine. Bayern. So. Das will ich schneller nachher. Oh, knapp. Sehr, sehr knapp. Oh, oh. Shit. War jetzt nicht so schlimm, glaube ich. Ja. Irgendeiner brennt. Entweder den Kirov oder den Bayern. Kirov hast du nicht getroffen. Weil irgendwann habe ich gerade. Ich glaube, das war die Bayern, nur die hat Repair ready gehabt. Brennt wieder die Bayern. Oha. Wie schnell kann der schießen? Okay, das war's. Da, oh, Bayern, burn, baby, burn. Weiter Feuer draufgesetzt. Genau ist der Lock auf den Gegner weggegangen, wie ich auf ihn geschossen habe. Du hast ihn aber getroffen. Er hat zweimal abgeprallt. Aber immerhin noch getroffen. Ja, das super. Der Bio ist ein bisschen dabei kurz, sorry. Ah, brennt wieder. Noch ein Feuer. Jetzt kriegt er von der Fubuki wahrscheinlich gleich Torpedos. Ja. Nein, kommt da dran vorbei. An allen. An die ersten drei hat er geschafft. Ja, die nächsten drei hat er auch geschafft. Ja, er hat gut gelenkt. Ja. Muss ihn wieder anstecken hier. Oh oh. Der sieht jetzt wieder komplett heiler aus eigentlich, ne? Also so richtig schön wieder hochrepariert. Ja. Vor allem, weil er zwischenzeitlich drei Feuer hat, also hat er manlich reparieren können. Ja. Ich schon immer gleich so heil aus. Kobuki macht da mal ein Vorbeigehen mit kaputt. Also mein kleines Schiffchen hier kann ich nicht viel mehr rausholen. Naja. Die schon bei 70k. 86k. Okay. Und guck. Was hast du zugekommen gerade? Oh, Insel. Bye bye. Au. Na gut, lebst du doch noch. Wieso fahrt er nicht rückwärts? Repariert schon wieder. Oder? Nee, repariert doch nicht. Er sieht schon wieder sehr sauber aus. Er trifft dich schlecht, ne? Ich meine, jetzt musst du dich ja haben. Ich bin nur located, ich bin nicht entdeckt. Ich werde da so eine Türme weg von dir. Jetzt bin ich detected. Geht auf die Bayern auch mit. Ja. Einfach. Oh man, die arme Sau da in der Bayern, ey. Ja, tut mir leid.
Ja gut, jetzt mal so richtig schön von allen Seiten zusammengeschossen. B. Ah, da kommt noch eine König, supi. Alle Gneisen aus der auch noch. Kirov schießt auch noch auf dich. Nee, Atlanta schießt noch auf dich. Oh yeah. Oh, da kommt aber richtig was angeflogen. Na, das war's ja dann wohl fast. Eieiei. Autsch. Eieiei. Okay. Ich sage einmal gute Nacht. Gute Nacht und auf Wiedersehen. Tja, na gut, waren 98.000 Dollar, die wir gemacht haben noch und 1.600 EPs für 9.000 Schaden, ist natürlich nichts, ne? Muss dann noch ein bisschen üben mit dem guten Schiff und ja, an die hat's nicht gelegen. Ja, die Teamstatistik ist recht bitter. Ja, wird so machen. Tut mir leid. Ja, es liegt nicht an dir. Die Siemer sollten es erschaukeln. Aber... ja. So war es eben nicht. Die waren jetzt nicht so... die hatten irgendwie Pech gehabt in der Runde. Ja, passiert, ne? Da hast du halt mal Pech. Wenn die großen Kanonen raus sind, dann kannst du mit deinem kleinen Schiff... irgendwie, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht, was ich da wieder schief gemacht habe, aber... naja. Das war eine Runde World of Warships hier aus Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Der Tom ist immer bei uns. Auf Wiedersehen. Tschüss.